Der Maler Helmut Maletzke steckt voller Tatendrang und Ideen. Und das ist nicht nur in seinen Bildern zu sehen. Er gehört zu den Mitbegründern eines deutsch-polnischen Künstlerbundes. Er hat eine eigene Stiftung. Und nach der Wende wurde er zu zahlreichen Auslandsausstellungen eingeladen. Maletzke, ein vielseitiger, neugieriger Zeitgenosse. Wie groß sein Interesse wirklich war, wurde erst jetzt bekannt. Zu seinem 90. Geburtstag hat Helmut Maletzke einen großen Saal gebucht. Der Maler und Grafiker ist in Vorpommern gut vernetzt, auch wenn seit Jahren das Gerücht kursiert, er hätte für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet. Immer wieder tauchen in der Stadt anonyme Briefe auf, die behaupten, als IM Erwin Schreiber hätte Maletzke Künstlerkollegen verraten. Nein, war ich nicht. Nein, nein, das ist irgend so eine Verleumdung. Ich bin natürlich, ich habe ja erzählt diese Geschichte mit dem Konflikt mit der Behörde. Natürlich kam die Stasi dann an, nicht? Das ist ja, war ja unvermeidlich. Und gab es dann auch die Auseinandersetzungen. Aber die haben mich auch nie aufgefordert, die M zu sein. Dem NDR liegt die Akte von Maletzke vor. Eine Täterakte samt Verpflichtungserklärung vom 6. April 1961. Deckname Erwin Schreiber. Bis Oktober 89, mehr als 28 Jahre, sind seine Führungsoffiziere sehr zufrieden mit ihm, zeichnen ihn mit der Verdienstmedaille der NVA in Bronze aus. Wir konfrontieren ihn damit. Das haben wir noch nicht gesehen. Das kann aber sein. Es ging damals ja darum, nicht irgendwie über Leute auszusagen, sondern mir ging es darum, ich bin damals mit denen in Verbindung gekommen, als der Bezirkstagsbeschluss gefasst werden sollte. Sein erster handgeschriebener Bericht als IM hat 14 Seiten. Der Bezirkstag in Rostock will eine zentrale Auftragsvergabe für baugebundene Kunst beschließen. Maletzke hat Angst vor Nachteilen und hofft auf Hilfe von der Stasi. Die freut sich über den sehr gesprächigen Kontakt in den zerstrittenen Künstlerverband. Monatlich berichtet IM Erwin Schreiber schriftlich oder 3 bis 4 Tonbänder lang. Mitte der 70er trifft er seinen Führungsoffizier sogar am 2-Wochen-Takt. Und da habe ich denen gesagt, also wenn ihr da etwas von mir wissen wollt, sage ich euch das. Es bleibt nicht bei allgemeinen Stimmungsberichten. Listen aller Künstler im Ostteil des Bezirkes werden geliefert. Auf seinen jährlichen Reisen ins Ausland überwacht IM Erwin Schreiber die Reisegruppe politisch operativ. Auch Einzelpersonen, vorwiegend aus dem Künstlermilieu, werden von ihm bewertet. Die Sprüche des Stralsunder Malers Tom Bayer, genauso wie die Trauerrede von Manfred Kant am Grab des Usedomer Malers Otto Manik. Ob religiös überkandidelt oder kirchlich sehr gebunden, der IM beurteilt die Menschen seiner Umgebung, verrät ihre Vorhaben, folgt ihnen in die Privatsphäre als vermeintlicher Freund. Viele dieser Kontakte sind direkt beauftragt. Mit Sicherheit hat niemand irgendwie einen auch nur den geringsten Schaden haben können. Das weiß ich hundertprozentig. Ab 1970 wird das Spektrum erweitert. Um die Ortsgruppe der NDPD, um die Greifswalder Mariengemeinde, um das Studentenmilieu. Der Maler gilt seit jeher als geschäftig und nimmt auch von der Stasi Geld und Geschenke in Empfang. 3 Autobiografien hat er herausgegeben. In keiner findet sich die Geschichte des IM Erwin Schreiber. Stattdessen geht es um einen Helmut Maletzke, der verfolgt und politisch bestrafter Staatsfeind gewesen sein soll. Ein gut vernetzter Künstler, der auch heute überall dabei ist, wenn in Greifswald etwas passiert. Ein Maler, der 800 Ölbilder gemalt hat. Seine Stasi-Akte hat ebenso viele Seiten.